Age of Empires 1. Wir befinden uns immer noch in der Ägypten-Kampagne, relativ am Anfang. Heute werden wir ein relativ kurzes Video uns zusammen anschauen. Nee, das Video zusammen erstellen. Eine ganz kurze Mission werden wir zusammen spielen, weil die Mission danach ein bisschen länger ist. Sonst wird das Video danach zu lang. Hätte man das vorher beachtet, was ich nicht getan habe, hätte ich das besser in der letzten Sitzung noch hinten dran gehangen. Aber so sieht es aus. Wir haben in den letzten Sitzungen Jagd, Sammeln, Entdecken und der Aufstieg in ein neues Zeitalter durchgespielt. Somit wären wir jetzt bei Gefecht angekommen. Das ist eine ganz, ganz kurze Mission, in der man mit den Basics des Militärs vertraut gemacht werden soll. Sobald ich da jetzt draufklicke, beginnt wieder der automatische Text. Neue Technologien haben es ihrem Stamm ermöglicht zu wachsen, führten jedoch auch zu neuen Konflikten. Die Ausdehnung der Sahara hat benachbarte Stämme dazu gezwungen, in ihr Gebiet einzudringen und die Kontrolle über ihre Nahrungsquellen und Verteidigungsanlagen zu übernehmen. Brandschatzende Gruppen aus Oberägypten kamen über den Fluss herunter. Fangen Sie diese Eindringlinge ab und vernichten Sie sie, bevor diese ihre Dörfer infiltrieren und ihre Nahrungsvorräte stehlen. Ja, okay, also relativ simpel gehalten, ne? Das ist eine ganz kleine Militärmission. Dann lesen wir uns mal den historischen Kontext durch. Archäologische Funde beweisen, dass Kriegsführung schon viel länger Teil des menschlichen Lebens war, als wir uns eingestehen möchten. Vorangegangene Theorien vermuteten, dass die frühen Nomaden friedvoller waren als ihre sesshaften Pendants in späterer Zeit. Aber Massengräber, die über die ganze Welt verteilt gefunden wurden, haben Wissenschaftler dazu veranlasst, diese Theorie zu überdenken. Ein Massengrab in Jebel Sahaba, südlich von Ägypten, enthält beispielsweise die Überreste von 61 Erwachsenen und Kindern. Einige der Skelette zeigen Beweise von harten Schlägen und Pfeilspitzenabdrücke in den Knochen. Diese Stätte wurde auf ein Alter von ungefähr 13.000 Jahren datiert. Beweise wie diese kommen zu dem Schluss, dass das prähistorische Leben ein Kampf gegen andere Menschen und nicht nur gegen die Natur und die Elemente war. Völker, die gute Jagd- und Nahrungsgebiete besaßen, mussten diese mit Gewalt verteidigen oder ihre Vernichtung riskieren. Okay, also die Geschichte des Menschen war etwas kriegerischer als gedacht, will uns dieses ganz kurze, historisch natürlich relativ oberflächliche Intro erklären. Hier auf der Karte sieht man jetzt übrigens, dass unser Herrschaftsbereich langsam groß genug wird, dass man hier auch was sieht. Das habe ich beim letzten Mal schon mal gesagt. Bei der ursprünglichen Version von Age of Empires 1 waren diese Kartenausschnitte wesentlich größer. Das verstehe ich nicht, warum man das hier so klein gezoomt hat in dieser digital überarbeiteten Version. Naja. So, wie gesagt, diese Mission jetzt ist eine total kurze. Wir haben hier, ich sortiere die mal gerade, 2 Axtkämpfer, 4 Axtkämpfer und 3 Bogenschützen. Beginnen wir mal gerade mit den Bogenschützen. Erklärt sich von selbst. Die können Pfeile schießen. Das sind halt relativ simple Truppentypen noch. Und ähnlich verhält sich das hier bei diesen Axttypen. Das ist die Weiterentwicklung des Knüppelschlägers, also was das Militär angeht, noch relative Basics. Wir können diesen Figuren unterschiedliche Funktionen zuweisen. Einmal die Standardhaltung, das ist einfach aggressiv. Das heißt, sobald hier irgendwo ein Feind sich blicken lassen würde, würde dieser Soldat die Verfolgung aufnehmen und den bekämpfen, bis er tot ist. Und selbst wenn er sich dafür einmal quer durch die ganze Karte hauen muss, das ist oft eine nicht so kluge Einstellung, weil man sich dadurch seine Truppen sehr zersprengen kann. Die defensivere Haltung, die ist wesentlich besser. Die wird genommen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel stehe, ein Feind käme, dann würde dieser Truppentyp natürlich diesen Feind angreifen, ihm aber nicht blindlings über das ganze Spielfeld hinterherrennen, sondern nur eine gewisse Entfernung über.
die Stellung halten hieße jetzt, dass der diese Position zu verteidigen hätte. Und nicht aggressiv hieße, er greift niemanden an, es sei denn, er wird selber angegriffen. Das sind so die Basics. Und ich kann euch sagen, mit dieser Einstellung aggressiv, wenn man da gerade auf einem mit was anderem beschäftigt ist und nicht aufpasst, kann es dann wirklich sein, dass die eigenen Truppen sich über die ganze Karte verteilen, blindlings irgendwelchen Typen stupide hinterherlaufen und dementsprechend dann übelst auseinandergenommen werden. So, diese Mission hier ist super simpel. Hier sehen wir schon einen der Feinde. Die dauert, würde ich jetzt nicht so viel quatschen dabei, eigentlich keine 2 Minuten. Ich ziehe das jetzt auch mal nicht in die Länge. Ich positioniere mich. Also der ist offensichtlich auf aggressiv gestellt, weil der läuft uns hier so hinterher. Und das ist natürlich ganz blöde, ne? Weil wenn wir natürlich mit der Masse unserer Einheiten auf den einhauen, ist das natürlich eine schnelle Geschichte. So, die restlichen Truppen, ah ja, da sind die versteckt. Wie ist das denn jetzt, wenn ich jetzt nur die Bogenschützen aktivieren würde? Ja, aber nee, komm, ziehen wir es nicht in die Länge. So, ich lasse jetzt eher immer alle Truppen gleichzeitig, ah, da habe ich unsinnigerweise einen verloren, alle Truppen gleichzeitig eine Person angreifen. Möglichst wenig Schaden zu nehmen. Das hätte ich jetzt ein bisschen cleverer machen können. Da ist mir jetzt unnötig schon jemand gestorben. Das könnte schon fast der letzte Gegner hier sein. Ah, da ist der letzte Gegner. Warte, ich muss jetzt überlegen, bevor ich den umhaue und die Mission dann zu Ende ist. Habe ich irgendwas vergessen noch zu sagen hier in diesem Kontext? Nee, eigentlich nicht. Komm, dann machen wir hier kurz einen Prozess. Und greifen den noch schnell an hier. Zack, die Bohne. Ja, gewonnen. Ne, die erste militärische Auseinandersetzung. Ihr Volk konnte die Angreifer zurückschlagen und ist vorerst in Sicherheit. Ihre Erfolge und die Bedrohungen durch mächtige Nachbarn haben kleinere Stämme dazu ermutigt, sich ihnen aus Sicherheitsgründen anzuschließen. Sie bieten Nahrung und Reichtum im Austausch für ihren Schutz an. Sie haben damit begonnen, die ersten Fundamente für ein neues Konzept zu legen, das Königtum genannt wird. Königtum. Oha, oha. So, und jetzt sehen wir zum ersten Mal. Jetzt sehen wir zum ersten Mal in der Statistik hier, dass es neben der Wirtschaft auch beim Militär was zu verkünden gibt. Da gehe ich jetzt mal auf den Militärbereich. Na, da haben wir 6 Gegner getötet, einen Verlust eingefahren und so weiter. Das ist jetzt hier natürlich noch eine recht minimale Statistik. Wesentlich interessanter wird das dann natürlich bei größeren Auseinandersetzungen. Okay, damit haben wir diese kleine Mission Gefecht erfolgreich hinter uns gebracht. Ich weiß nicht, ob ich das gerade angezeigt wurde. Jetzt geht mir auch noch der Akku leer, aber es ist egal, weil wir eh am Ende sind. Und dann geht es bei der nächsten Mission mit Landwirtschaft weiter. Das ist dann eine, die ein bisschen anspruchsvoller ist und auch was länger dauern wird. Und bis dahin alles Gute und ich hoffe, dass wir uns dann wiedersehen. Bis dann. Tschüss.